Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch 4. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, wir müssen ein Militärhandbuch knacken. Okay, So. Gut. Okay. Gut, ich glaube, wir haben es gleich. Falls ich es noch korrekt in Erinnerung habe. Perfekt. Server gehackt. Ja, zu unterst ist das. US-Militär-Handbuch, bla bla bla. Selbstschutzmaßnahmen zurück, bla bla bla. Entschärfen, Teil 2. Dann Teil 3. Das haben wir alles in der letzten Folge gelesen. Gut, Bruder Mark. Hey Mark, ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun, George? Es wird gefährlich. Dann immer her damit. Hast du gar keine Angst? Ich glaube an das ewige Leben nach dem Tod, George. Wovor sollte ich also Angst haben? Gutes Argument. Okay, ich brauche deine Handschuhe. Mark, ich brauche deine Gummihandschuhe. George, wir haben keine Zeit zum Putzen. Wir müssen das Ding entschärfen. Laut Militärgefechtshandbuch kann statische Elektrizität eine Bombe zünden. Ich brauche Handschuhe zur Isolierung. Und Gummi wäre da ideal. Warum sagst du das nicht gleich? Hier, sie passen zu deinen Augen. Ja, danke, oder, danke so. Oder so. Gut, das hätten wir jetzt hier. Wir brauchen Und da war, was war es? Zuerst den Minuspol. So, die Büroklammer klemmt an dem Pluskabel, das zum Zeitzünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Aha, was? Minuskabel zum Zünder, Stromführung. Kabel vom Zeitzünder zum Zeitkapsel. Minuskabel zum Zuggehäuse. Moment, das hieß ja auf ein Minus, aber die Frage ist, welcher Minus? Wenn wir den roten haben, dann muss es... Könnte es das sein? Müssen wir nach deren Ernst, oder? Nein, nicht schon wieder. Okay. So, okay, tack. Theoretisch sollte es halten. Gut, perfekt. Ja, Bomben entschärfen, bla bla bla. Ich nehme noch den Selbstschutz Teil 1, also den Selbstschutz wegen den Handschuhen und so. Rede mit Mark, Gott sei Dank. Hey Mark, ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun, George?
Es wird gefährlich. Dann immer her damit. Hast du gar keine Angst? Ich glaube an das ewige Leben nach dem Tod, George. Wovor sollte ich also Angst haben? Aha. Gutes Argument. Deine Handschuhe bitte, Mark, schnell. Ich brauche deine Gummihandschuhe. George, wir haben keine Zeit zum Putzen. Wir müssen das Ding entschärfen. Laut Militärgefechtshandbuch kann statische Elektrizität eine Bombe zünden. Ich brauche Handschuhe zur Isolierung. Und Gummi wäre da ideal. Warum sagst du das nicht gleich? Hier, sie passen zu deinen Augen. Danke. Oder so. Gut, was sagt er hier? Mark, kannst du eine Bombe entschärfen? Lass mich nachdenken. Nein. Gut, dann wären wir schon zwei. Sollte ich doch lieber Angst bekommen, George? Brauchst du nicht. Ich habe schon genug für uns beide. Okay. Da. So, die Büroklammer klemmt an dem Pluskabel, das zum Zeitzünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Wir haben vorhin diesen hier. Das Kabel zum Zünder. Vielleicht dieses. Haben eine grandiose Idee. So. Gut, nach unten, hier drauf drücken. Unten Selbstschutz zurück. Unten Bomben entschärfen. Teil 2. Teil 3. Letzter Teil. Gut. Jetzt speichern wir. Haha. Nee. Hier. Hier geblieben. Rede mit ihm. Oh. Hey Mark, ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun, George? Es wird gefährlich. Dann immer her damit. Hast du gar keine Angst? Ich glaube an das ewige Leben nach dem Tod, George. Wovor sollte ich also Angst haben? Gutes Argument. Okay, deine Handschuhe. Mark, ich brauche deine Gummihandschuhe. George, wir haben keine Zeit zum Putzen. Wir müssen das Ding entschärfen. Laut Militärgefechtshandbuch kann statische Elektrizität eine Bombe zünden. Ich brauche Handschuhe zur Isolierung. Und Gummi wäre da ideal. Warum sagst du das nicht gleich? Hier, sie passen zu deinen Augen. Danke. Oder so. Gut. Ich habe mich geehrt. Vorhin war es keine gute Idee, sondern genau jetzt. Ich mag diesen Gespräch nicht nochmal folgen. Okay, einmal die rote. So, die Büroklammer klemmt an dem Pluskabel, das zum Zeitzünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Also, es hieß zu einem Minuspol. Den haben wir. Den haben wir. Dann den. Okay, versuchen wir das mal. Nächster. Wir können das laden, aber... Dann machen wir halt Try and Error. Oder was? Die Büroklammer klemmt am Kabel, das vom Zeitzünder zur Zündkammer. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Oh.
Zu diesem hier. Das muss es sein. Okay. Wir laden. Okay, dann gehen wir schnell zum PDF. Handbuch und das Militärhand. Zeit zum. Zeit zum Spielen. Worauf warten Sie? Zeit zum Heldenspielen. Okay. Als nächstes der Zeitzünder. Okay. Zum Schluss die Kabel. Ja, und da kommst du ins Spiel. Trenn einfach die Leitung durch und du kannst dir den Rest des Tages freinehmen. Aber natürlich musst du sie in der richtigen Reihenfolge durchtrennen. Okay. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, die Kabel zu überbrücken, bevor du sie durchtrennst. Und das geht so. Such erstmal das Kabel vom Minuspol der Batterie zum Schalter. Item der verschiedenen Zünder am Gerät. Dann such das Kabel vom Pluspol der Batterie zur Zündkapsel selbst. Zündschalter, Zündkapsel. Normalerweise so ein zylinderartiges Teil. Überbrücke diese beide mit einem Stück Kabel dazwischen. Ist die Bombe explodiert? Nein, dann ist das jawohl, dein Glückstag heute. Weiter mit Schritt 2. Jetzt geht es ans Durchtrennen der Kabel. Nachdem du die Stromzufuhr sicher überbrückt hast, sollte das ein Kinderspiel sein. Du musst dir nur entscheiden, welches Kabel du durchtrennen willst. In den meisten Fällen wäre das Kabel zwischen Zeitzünder und Zündschalter das Richtige. Nur wenn die Bombe in einer Kiste oder... Ja, okay. Viel Glück, Soldat. Was ist das? Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Hauptzünder. Mhm. Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Zeitzünder oben. Okay. Hier? So, die Büroklammer klemmt an dem Pluskabel, das zum Zeitzünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Minuspol zum Zünder. Zünderkabel. Erdungskabel. Kabel von Zeitzünder zum. Minuskabel zum Zeitzündgehäuse. Eigentlich das hier. Okay, versuchen wir das mal. Okay, dann habe ich etwas nicht korrekt verstanden. Nochmal. Eieiei. Das wird ein Spaß. Entschärfung. Teil 3 brauche ich eigentlich. Okay. Und das geht so. Suche erstmal das Kabel vom Minuspol der Batterie zum Zündschalter. Einem der verschiedenen Zünder am Gerät. Moment, ich schreibe mir das, glaube ich, gleich auf. Zündschalter. Minus. Aha, und dann Pluspol. Der Batterie zur Zündkapsel. Gut. Aufgeschrieben, das sollte ausreichen. Okay, was ist das? Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Zeitzünder oben. Ah, das war schon mal falsch. Ja? Das Kabel verläuft vom Minuspol der Batterie zum Zünder. Mhm. Das Kabel verläuft vom Minuspol der Batterie zum Reservezünder. Okay, dann muss das hier
Die Büroklammer klemmt an dem Minuskabel, das zum Zünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Okay, Batterie. Zeitzünder, Pluspol. Stromzufuhr, Zeitzünderkabel. Aha. Hier Zündkapsel. Das muss es sein. Bumm. Okay, dann muss es das andere sein. Da wir jetzt keine Zeit verschwendet haben mit Sachen lesen. Die Büroklammer klemmt an dem Minuskabel, das zum Zünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Eigentlich muss es nur noch dieser da sein. Das muss es sein. Oder haben wir wieder das Gleiche gemacht? Okay, die Handschuhe. Die Büroklammer klemmt an dem Minuskabel, das zum Zünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Den Zünder. Das muss es sein. Also, Minuspol zum Zündschalter. Ist der Zündschalter... Warte, das kann auch... die Zeitzünder... Das hier sein. Der Zeitzünder der Bombe wurde aus einer alten Taschenuhr gebastelt. Aber es führt kein direkter Minuspol da dran. Das Kabel verläuft vom Zeitzünder zur Zündkapsel. Zeitzünder zur Zündkapsel. Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Hauptzünder. Das Erdungskabel verläuft vom Zünder zur Außenseite der Bombe. Das Kabel verläuft vom Minuspol der Batterie zum Zünder. Okay, der Pluskabel, was ist das für ein? Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Zeitzünder oben. Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Hauptzünder. Sieht wie das Zünderkabel vom Zeitzünder zur Bombe aus. Das? Sieht wie das Reservezünderkabel vom Zeitzünder zur Bombe aus. Also. Sieht wie ein Reservezünder aus. Sehr professionell. Der Zeitzünder der Bombe wurde aus einer alten Taschenuhr gebastelt. Ja. Gut, ich soll den Minuspol zum Zündschalter. Was ist der Zündschalter? Nein, verdammt, noch das. Gott, wir sind unter Zeitdruck, Mann. Okay, okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Ein, eins zurück. Als nächstes ist der Zeitzünder. Jetzt die Zündkapsel. Das ist eine kleine Sprengladung, die große Sprengladung hochgehen lässt. Wenn du Glück hast, sind nur ein paar Fäden durch dran gebaut. Okay. Selber Zünder. Und zum Schluss die Kabel. Okay, das Gerät vertraut. Fangen wir mit der Batterie an? Ja, das
Okay. Zeit zum Helden spielen? Ja, ja, das ist klar. Also nochmal. Das geht so. Sucht erstmal den Kabel vom Minuspol der Batterie zum Zündschalter. Einen der verschiedenen Zünder am Gerät. Okay. Dann sucht das Kabel vom Pluspol der Batterie zur Zündkapsel selbst. Normalerweise ist ein zylindrisches Teil. Das ist das zylindrische Teil. Wir können also das und das überbrücken, theoretisch. Die Büroklammer klemmt an dem Minuskabel, das zum Zünder führt. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Mit dem roten hier. Dann probieren wir das hier. Vielleicht funktioniert's ja. Nun, die Bombe ist nicht hochgegangen. Erster Teil geschafft. Jetzt das richtige Kabel durchtrennen. Moment, was sagt das PDA dazu? Ich werde nicht schon wieder in die Luft gejagt werden. Aber je länger ich brauche, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich in die Luft gejagt werde. Dann sucht das Kabel. Nein, dann ist der Schritt 2. Jetzt geht es ans Durchtrennen der Kabel. Nachdem du die Stromzufuhr sicher überbrückt hast, sollte das ein Kinderspiel sein. Du musst dir nur entscheiden, welches Kabel du durchtrennen willst. In den meisten Fällen wäre das Kabel zwischen Zeitzünder und Zeitschalter der richtige. Und wenn die Bombe in einer Kiste. Aha. Okay. Den da? Das Kabel verläuft vom Pluspol der Batterie zum Zeitzünder oben. Das Kabel verläuft vom Zeitzünder zur Zündkapsel. Gut, dann brauchen wir irgendetwas zum. Dann wollen wir mal sehen, ob das klappt wie im Film. Okay. Okay, diese Folge will ich das schaffen. Die Büroklammer klemmt an dem Minuskabel, das zum Zünder führt. Ja, ja. Zu welchem anderen Kabel soll ich mit der Büroklammer überbrücken? Zu dem hier. Dann probieren wir das hier. Vielleicht funktioniert's ja. Nun, die Bombe ist nicht hochgegangen. Erster Teil geschafft. Jetzt das richtige Kabel durchtrennen. Ah ja, von Zünder zu. Ja. Dann ist es der blaue. Dann wollen wir mal. Mark, ich hab's geschafft! Das Gebäude ist gerettet! Ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt, George. Ich behalte das mal zur Sicherheit. Nein, Sie sind wieder da! Wenn Sie das wirklich sind, wird Ihnen das gleich furchtbar leid tun. Hier, der ist für... Nico! Na, Jungs, was macht ihr denn für eines? Bastelstunde? Oh, nette Handschuhe, George. George? Hey, George, was ist los? George! Nette Ansicht. Aber du bist tot. Todmüde zumindest. Aber ich hab den Schuss gehört, deinen Schrei. Ich dachte... Nicht denken, wenn es um mich geht, George. Das solltest du doch wissen. Du hättest wenigstens anrufen können. Mein Telefon wurde getroffen. Kaputt. Erzähl mir lieber, was passiert ist. Nun, es war ein netter Flug, habe ein paar gute Filme gesehen und bei der Ankunft in Phoenix war ich sicher, was Großes zu finden. Erzähl mir alles. Also sie liegt, wie ich es mir dachte. Nur das Geruckel nervt. Wo sind die alle? Selbst wenn hier mal ein atomiges Gold hergestellt wurde,
Jetzt jedenfalls nicht mehr. Der ganze Laden wurde in die Luft gejagt. Und das erst vor kurzem. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.